Badminton ist eine sehr schnelle Sportart, sehr interaktiv. Also es spielen Damen und Herren zusammen. Und es macht einfach Spaß, in der Gruppe und in der Mannschaft zusammen zu spielen. Also mir ist es sehr wichtig, dass man sich beim Sport bewegt. Und Badminton ist eben auch ein Sport, wo man sich sehr viel bewegt. Ja, also Triathlon ist meine Religion und ich lebe diesen Sport. Triathlon kann man eigentlich auf jedem Niveau betreiben. Das machen wir ja bei uns in der Abteilung auch. Und wir haben da absolute Einsteiger bis hin zu Profis, wirklich alles vertreten. Es ist einfach so eine gesunde Sportart für jedermann. Also Schachspielen macht sehr viel Spaß und ja, allgemein muss man seinen Kopf anstrengen. Und ich mag Schach, weil es Spaß macht. Es trainiert den Kopf und man findet da neue Freunde. Tennisball Hannover 96. Diese Anlage liegt wunderbar am Rande der Allenriede, sehr zentral. Wir haben Jugendbereich, wir haben mittlerweile zwei Damenmannschaften, zwei Herrenmannschaften und auch in höheren Altersklassen spielstarke Mannschaften. Ich denke, es ist wirklich für jeden was dabei. Also sowohl für den Freizeitsportler als auch für den sportlich ambitionierten Spieler. Ich habe angefangen, weil ich dachte, ich probiere mal es aus. Bestimmt macht es mir Spaß. Und dann ist es auch so gekommen. Ja, Kegeln macht einfach super viel Spaß. Viele Leute kennen es ja auch aus der Hobby-Schiene. Aber bei uns ist es halt schon so, dass man auch in Sportklamotten da ist, dass man wirklich viele Würfe hintereinander spielt. Und gerade das macht den Reiz dann auch aus. Dass man wirklich lange Zeit sich konzentrieren muss, viel Spaß miteinander hat, nach dem Spielen dann auch nochmal gesellig zusammensitzt und dann das nochmal zu rekapitulieren. Vor 2 Jahren sind wir an den Start gegangen. Es gab einen Kinderkurs und 5 Erwachsenenkurse. Heute ist es so, dass wir 80 Kinderkurse haben, über 40 Erwachsenenkurse und bei einer Mitgliederzahl von rund 580 Mitgliedern. Wobei der Löwenanteil die Kinder sind, das sind nämlich rund 420 Kinder. Das ist ein sehr faszinierender Sport. Das ist einmal eine technische Sportart, es ist läuferisch, athletisch, eine sehr, sehr dynamische Sportart. Hier kann Klein gegen Groß gewinnen, es können Mädchen und Jungen zusammenspielen und das gibt es kaum in anderen Sportarten. Einwurf grün! Die U10 ist ja unser Einstiegsjahrgang. Die wurden gescoutet und wir haben dann ein großes Augenmerk darauf gelegt, dass sie einfach technisch beschlagen sind, dass sie von ihrer Entwicklung, dass wir gesehen haben, ja, die Jungs, die können nicht nur ein Jahr bei uns bleiben, sondern auch länger. Und mittlerweile sieht man jetzt nach gut 8, 9 Monaten, dass die Jungs zusammengewachsen sind als Team. Sie haben die ersten Erfolge gefeiert, macht einfach Spaß. Ja, bei der Leichtathletik bin ich eben hängen geblieben, weil damals nette Leute in der Jugend kennengelernt habe und das hat es mir viel Spaß gemacht und der Erfolg macht natürlich auch ein bisschen süchtig. Ne? Ich möchte mal sagen, Sport hat mir schon mal viel Spaß gemacht. Das brauche ich auch so für mein normales Wohlbefinden, mich ausgepowert zu haben.